Seit wann sammelst du Bärchen? Hallihallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Ark Survival Evolved. Und ich habe immer noch keinen Plan, was mit dir ist. Sollen wir jetzt Bärchen in dich wieder reinstopfen? Ich meine, wieso nicht? Du brauchst auf jeden Fall was zu futtern. Aber wir schauen dann einfach mal, dass hier jetzt das Ganze hier runtergeht. Die Anzeige von diesem Topor-Dings. Weil, ja, was sollen wir ansonsten machen? Mein Ziel ist es dann auch, über die Kibbelmaschine das ganze Zeug zu zähmen. Sollte dann doch um einiges einfacher gehen. Und wir haben ja bisher schon ein bisschen was an Dinos. Müssen wir nur schauen, dass wir damit dann überhaupt zurechtkommen. Trike, jetzt steht hier auch dabei. Das ist meiner. Okay. Also sollte es eigentlich funktionieren. Tasty. Jetzt hat er gerade gegessen und mich weggehoben. Und jetzt hat's mal kurz geleckt. So, nee, die Stimbeeren brauche ich nicht. Die so bitter und sowas ist eigentlich nicht so deins. Hinten sieht man nur so einen Schwanz vom Brontosaurus. Ich bin aber froh, dass ich hier noch ein bisschen wenigstens auf Abstand von dem ganzen gefährlichen Zeug bin. Wobei, ich habe auch schon ein Kano gesehen, nur der Kano war ein ziemlicher Low-Level und war auch ziemlich schnell wieder weg. Also, mit den Speer im Gesicht. Aber, ja, momentan schaut es noch einigermaßen gut aus. So, dichter rein, dichter rein, dichter rein. Mann, dann bist du schon wieder, hast du schon wieder alles aufgefuttert. Wir müssen schauen, dass wir für dich hier irgendwas bekommen. Wie schaut's denn jetzt hier eigentlich bei meinem Level aus? Ich bin Level 10 und kann mir was holen. Was holen wir uns denn? Cementing Paste brauchen wir auf jeden Fall. Cooking Pot momentan eigentlich noch nicht so. Ein Schwert hätte ich gerne oder irgendwas. Ichthyosaurus Sattel, nee, eher weniger. Grabstein auch eher weniger. Training Dummy. Was zur Hölle ist das? Unlearned? Hä? Achso, ja, ja. Okay. Nee, ich hätte gedacht, so ein paar Sattel oder sowas kann ich mir schon holen, aber so schaut's noch nicht aus. Ein simples Bett brauche ich auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste noch. Dafür brauche ich noch Holz. Sollte eigentlich auch kein Problem sein. Da vorne sind noch meine kleinen Freunde. Moment, wo sind die? Da irgendwo. In der Richtung. Ja. Schaut noch so aus, als würden sie alle leben. Das ist schön. Anders wäre es auch ein bisschen blöd. Ich weiß, dass ich den Baum hauen muss, um den abzureißen. Bärchen, Bärchen, Bärchen. Du futterst zu viele Bärchen, mein Großer. So. Ich bin jetzt ja in diesem Tribe drinnen. Das, was mich das letzte Mal so ein bisschen gedingst hat. Das heißt momentan Structure Owner ist ja egal. Hier ist ja eh kein Multiplayer drauf. Das heißt, ich könnte hier theoretisch alles machen, was ich will. Und sehe sogar dann noch und kann dann auch zurückspulen, wenn irgendwas von meinen Viechern stirbt. Das ist schon mal das Wichtigste. Ja. Was? Ich habe zum ersten Rock Carrot. Okay. Da bräuchte ich die Crops wieder und da habe ich keinen Plan, wie ich das am besten mache. Du brauchst Bärchen, 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 Bärchen. Und bist sogar schon so weit, dass du, ja, keinen Hunger mehr hast. Das ist auch gut. So, nachdem ich bei dir 500 Millionen Sachen probiert habe, wirst du wahrscheinlich auch reitbar sein. Ich habe keinen Plan, wieso ich bei dir nie eine Hungeranzeige dann mehr gesehen habe. Ich meine, selbst wenn du dann nicht von mir zähmbar warst in dem Moment, hättest du doch eigentlich trotzdem noch deine Anzeige da haben müssen. Die Gesundheit ist nicht so schön. Frag mich, kann ich von dir hier oben aus diesem Baum hier fällen, ohne dich zu hauen? Schaut gut aus.
Sagt mir das? Was? Womit? Wie? Ach, leck mich doch. Oh Mann. Weil ich einen Baum gefällt hab, der in dir drinnen gesteckt war. Bist du jetzt explodiert? Wisst ihr, so, bei sowas bekomme ich Aggressionen. Mann. Das. So, reparieren. Gibt's doch nicht. Muss ich mir eben einen neuen Trike suchen und den ewig K.O. schlagen und bei dem dann schauen, dass ich den irgendwie zähmen kann. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Geil! Ja, wenigstens habe ich ein Level up. Das bringt mir eigentlich. Ach Mann. Moment, Melee Damage hoch. Bei sowas wird man aggressiv. Zwar richtig. Pagasaugus, du bist ein Pagasaugus, oder? Also sowas hier. Pagasaugus, genau. Haben wir ja auch einen. Du willst auch mit zu unserer Gang gehören, oder wieso steckst du hier? Pagasaugus. Engrammpunkte. Pagasaugus Sattel. Gelernt, was brauche ich denn für dich? Oh, ich kann dich sogar schon bauen. Das Bett wollte ich noch haben. Gewicht muss ich mir auch noch hochstemmen. Ja, aber momentan schaut es eigentlich noch ziemlich gut aus. Ich brauche die Holzböden. Die habe ich, glaube ich, schon. Und Holzwände. Dafür muss ich erstmal Thatchwände lernen. Ansonsten kann ich mir nie irgendwas bauen. Das wäre ja auch blöd. Thatchwall und Woodwall. Ne, den Rest lassen wir mal. So, jetzt zu dir. Einmal Sattel. Das Bett stellen wir hier jetzt dahin. Der, ja, unser Schlafsack ist verschwunden. Das war ja das eine Problem, was ich gehabt habe. Moment, ich kann dich nicht. Ja, das ist doch ein Boden. Ist das kein... Och Mann. Willst du mich jetzt veräppeln? Kann ich die hier eigentlich wieder aufnehmen? Nee. Hm. Boden. Bekomme ich hier irgendeinen schönen Boden hin? Ich bekomme davon noch einen hin. Ist ja egal. Muss mich hier momentan eh nicht so wirklich schützen, sondern einfach nur da sein. Hast dich gleich auf den neuen gelegt. Nee. Neun? Schieb mich doch nicht durch die Gegend! Mann, da versucht man hier irgendwas zu machen und wird durch die Gegend geschoben. Würdest du dich bitte... Too close to an enemy foundation or gate? Ach nee, das hat selbst meine Foundation hier übernommen. Willst du mich jetzt veräppeln? Das ist dir zu nah zu meinem eigenen Dings. Wie weit muss ich denn dann weg? Auf Wiedersehen, Foundation. Es war schön mit dir. Wie viel hast du an Gesundheit? Das dauert ewig. Oh, oh. Das sah jetzt nicht so gut aus. Ich habe einen... Also er hat einen auf jeden Fall gekillt. Ich würde jetzt gerne wieder aufstehen. Oder zu Tode bluten. Ich meine, hier ist ja jetzt eh nichts mehr Böses. Wenn ich hier jetzt auf Inventar gehe oder sowas, dann hilft mir alles nichts mehr. Hallo? Mach doch irgendwas. Irgendwer? Irgendwie? Ja. Der Elite-Dingsbums ist down. Ich liege jetzt hier noch rum. Ja, das ist schön. Würde ich schon immer mal haben. Ja, jetzt müsste ich gleich wieder aufstehen. Dann kann ich schauen, was hier überhaupt passiert ist. Los, lass mich auf. Hopp. Danke. Ah, okay. Elite Dino Dilomorph.
Wo ist denn mein Pagasaurus hin? Oder nicht mein Pagasaurus, mein Flugviech. Er hat ihn nicht gekillt, oder? Moment, Tribe Manager. A Trike was killed, okay. A Tribe killed Trike Level 14. Das ist alles nicht das, was mich interessiert. Du solltest mir aber auch einiges an Haut und Fleisch geben. Was war das mit mehr Haut? Ist jetzt eh schon egal. Moment, da vorne sitzt du rum. Los, komm her. Ruhst dich hier einfach aus. Kann ich dir irgendwie sagen, dass du dich hinsetzen sollst? So. Nein, das ist es nicht. Setz dich hin! Danke! Ein Idiot. Und wieder weiter darauf einprügeln. So, und jetzt ist es weg. Danke. Access Inventory, da sind noch die Bärchen drinnen. Kann ich jetzt mein eigenes Zeug hier aufstellen? Immer noch nicht. Was interessiert dich denn noch? Ist es... Was ist das hier? Das sind die kaputten Spitzhacken und sowas, die ich noch da hatte. Das stört dich wahrscheinlich. Muss ich hier alles auseinandernehmen? Moment, du hast eh nicht mehr so viel. Ist da noch irgendwas Wichtiges drinnen? Kann ich auch einfach da reinnehmen. Und dann muss ich mir noch mein Feuer zerstören. Das ist schön, wollte ich schon immer mal alles machen müssen. Wieso ist dieser blöde Tribe Manager hier so verbuggt? Oh Mann. So. Danke. Oh Mann. Das heißt, ich brauche wieder ein bisschen neues Holz. Kann ich mir dann direkt Holz-Foundations machen? Das wäre doch schön. Dann hätte ich wenigstens ein bisschen Fortschritt. So, es müsste eigentlich so ziemlich reichen an Holz. Ich hätte gerne 2, 3 Holz-Foundations. Und dann, Moment. Ich kann mir keine Holz-Foundations machen. Habe ich den noch nicht gelernt? Wooden Chair, Wooden Foundation. Lernen. Okay. Und mir fehlt noch Holz dafür. Oh. Hätte ich nicht gedacht. Ich bin überladen. Schön, das weiß ich. Aber ich kann trotzdem noch so ziemlich einigermaßen rennen und laufen. Also rennen nicht mehr, aber laufen. Mir fehlt wieder Holz. Mir fehlt wieder Holz. Mir fehlt wieder Holz. Dann stelle ich mir erstmal eine hin. Und ja, du solltest jetzt ja eigentlich überall hin platzierbar sein, weil jetzt nichts mehr anders dasteht. 0. Nein, nicht 0. 8, nein, 5. 5. Das ist nicht 5, das ist 5. So, 5. Dann kommt auf dich schon mal das Bett. Oder nee, wir stellen auf dich hier erstmal eine Kiste drauf. Und die können wir dann Sachen reinschmeißen. Das ist wahrscheinlich wesentlich besser. Gehe. Danke. Und in die 5. Kommt dann hier. Also du kommst hier so an die Ecke. Dann schmeißen wir da rein. Was schmeißen wir denn da rein? Was wiegt denn am meisten? Simple Bed. Thatch Foundation brauche ich jetzt momentan überhaupt nicht mehr. Metall brauche ich nicht mehr. Steine, die hauen wir auch mal kurz raus. Und die Holzkohle. Sollte es dann eigentlich auch schon gewesen sein. Der Rest, ja, Campfire. Da brauche ich Stein. Ich habe ja nur noch zufällig irgendwelche rausgeschmissen. So. Haben wir dich wieder. Oh, meine Ausrüstung ist ziemlich im Eimer. Dann brauche ich am besten nochmal Holz Foundation. Schauen wir erstmal, dass hier alles wieder so funktioniert, wie es eigentlich soll. So. Du dahin. Take all. Und du da rein. Leitsch und Leitsch. Lightfire. Was macht denn hier so ein Krach? Oh, ein Trike direkt von meiner Basis. Moment. Ich hole ich mir sowas von. Muss aber noch die anderen auf Passiv alle stellen.
Los, 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 los. Passiv, passiv, passiv. Moment, welcher bist du momentan? Du bist momentan passiv. Ich muss dich noch auf passiv stellen, ansonsten killst du den. Oder wirst dabei gekillt. Was? Attacking target ist nicht. To neutral. To passive. Okay. Wenn ich jetzt bei dem sterb, ist es mir egal. Moment, kann ich jetzt vielleicht das Bett schon draufsetzen? Das wäre vielleicht ganz in Ordnung. Ja, geht schon. Dann nehmen wir unsere kleine Killmaschine oder Topormaschine, die wir hier gefunden haben. Und ich sollte vielleicht noch die Gesundheit aufleveln, wenn ich schon ein Level up habe. Und ich schmier dir das Zeug ins Gesicht. Und schau, dass ich so lange rumrenne, bis du müde wirst, müde wirst, müde wirst. Oh, du bist schon müde. Und du kippst. Doch nicht. Das klingt so, als würdest du umkippen. Was machst du denn, hä? Jetzt. Okay. Das kann jetzt also wieder dauern. Aber wir haben unser Narkosezeug dabei. Wir haben Bärchen dabei. Es sollte jetzt also wesentlich schneller gehen und wesentlich schöner gehen. Wir müssen einfach abwarten. Ah, so funktioniert also dieses passive Zähmen. Das heißt, ich brauche dafür noch wesentlich, wesentlich, wesentlich mehr Bärchen. Und da vorne ist ein kleiner... Och nö, was macht denn der? Was macht denn dieser blöde Skorpion hier bei mir in der Nähe? Das Blöde ist auch, der kann mich ziemlich schnell ausnocken. Da vorne ist irgendwas Blaues. Was Blaues, das will mir nicht gefallen. Bist du hier irgendwas Gemeines, was mit Eis mich irgendwie einfriert? Kann das sein? Hm? Ich kann mal schnell mein Speedy holen. Ich weiß, dass ich in dir eiskalt und bin und erfriere und sowas, aber ich würde sonst verdursten. Das wäre auch nicht gerade super. Ich will jetzt anschauen, was dieses Eisding da vorne ist. Es schwebt auf jeden Fall irgendwie in der Luft. Oder da ist ein Stein noch nicht reingeladen. Ich habe ja für dich einen Sattel bekommen. Moment. Und kann ich jetzt schon? Ja, Moment. Lass mich doch hier. Die magst du wahrscheinlich am liebsten. Jetzt lass mich doch dahin. Okay. Schauen wir mal, wie hier der passive Tame geht. Du bist mein Speedy. Du sollst... ja, Gewicht eigentlich schon, aber Movement Speed auf jeden Fall. So, Level 20. Wo ist dieses Eisviech? Da vorne. Ein Eisdodo oder wie? Komm bitte, sein kein Elite-Dings, was hier alles versucht zu killen. Ich hatte schon mit dem letzten genug Schwierigkeiten. Das heißt aber, ich muss hier wieder irgendwen auf aggressiv stellen oder auf passiv. Oh nö. Doch, du bist der 50er. Du bist der 50er. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Steckst du hier also drin? Okay. Ich habe hier schon mal ein bisschen was rangesetzt an Foundations und hier Wänden. In der Zwischenzeit, als ich gewartet hatte. Ich glaube, du bist nicht so gemein zu mir. Ich gehe aber trotzdem mal ein bisschen in Deckung. Es gibt doch schönere Dinge, die ich mir vorstellen kann, als von dir zerfleischt zu werden. Also ziemlich. Solltest aber auch nichts mit meinem Dino machen. Du darfst ihn dir gerne anschauen. Du darfst ihn auch gerne streicheln, wenn du willst. Das ist deine Sache. Ich bin auf jeden Fall hier und schaue, dass mich... Oh nö, ich muss dahin. Ich muss dahin, die sind alle auf passiv. Wenn der an irgendeinen von meinen Dinos hingeht, dann sind die Moos. Obwohl es bloß ein kleiner blöder Dino ist. Jetzt halt doch die Klappe, ihr müsst doch jetzt eh hin. Und wenn du ein Level 29 warst, ich habe auf Schwierigkeit 0,1 gestellt. Wieso bist du ein Level 29er? Normalerweise wärst du ein Level 1er oder sowas. Du musst da hier auf jeden Fall wieder auf Neutral. Sonst habe ich da zu viel Panik, dass hier irgendwas passiert. Neutral. Oh, und du hast ein Level up. Melee Damage, ja, dann bist du hier ein bisschen zum Melee Damage austeilen. Du bist fertig? Nein, du hattest einfach nur noch kein Holz mehr.
Essen. 7, 7, 7. Was ihr teilweise für Töne von euch gebt. Das ist gemein. Bekommt man ja Angst. Ah. Okay, also ich bin direkt vor seiner Nase rumgetanzt und der hat mich nicht angegriffen. Also kann ich wahrscheinlich bei dem so lange hinstehen oder anstarren, wie ich will. So. Du hast keine Mayo-Bären mehr. Das ist blöd. Kommst hier mal davon ein paar und Remote Use. Aber ihr seid jetzt komischerweise so viel im Level, dass ich eigentlich schon ziemlich gerne bei euch hier dieses Taming-Bonus hätte, der eigentlich ziemlich gut ist. Hier 29 Level dazu. Also, ich meine, was will man denn da machen oder sagen? Ich weiß gar nicht, ob ich mir den Level 50er holen soll. Die Level 50erin. Also, die eine, die hier im Baum steckt. Wäre wahrscheinlich schon ganz geil. Level 50, die müsste dann wahrscheinlich auch ein bisschen schneller sein. Ich meine, wir warten ja jetzt hier eh darauf, dass hier irgendwas passiert, dass wir Level aufsteigen, dass wir uns neue, schönere Sachen machen können. Und dass wir in der Zwischenzeit nicht sterben. Und du steckst sie im Baum. Muss wieder warten, bis du hungrig bist. Und es gibt mir nicht mehr eine Taming Efficiency 100. Jetzt lass mich doch dich... Oh Mann. Ich hab gedacht, du hast Hunger. So, bist am Essen. Ja, schön. Jetzt bist du wieder hungrig. Ist aber noch ein bisschen. Okay, der Passiv, Zeug ist irgendwie doch wesentlich geiler, als ich gedacht habe. Ich habe den jetzt fast, ich habe ewig Bärchen geholt, habe auch vorne bei meinem Trigon ein bisschen Bärchen reingeschmissen, wobei ich hätte den wahrscheinlich ja auch so, hätte den wahrscheinlich auch passiv zähmen müssen oder sollen, wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ja, ich bin mal kurz gestorben, deswegen liegt davon auch meine Leiche. Und zwar dieser wunderschöne, wie soll ich das nennen, Affe da vorne. Man kann vor seiner Nase rumrennen, wie man will, aber wenn man hinter ihm steht, dreht er sich irgendwie um und rennt einem entgegen. Das ist ziemlich blöd. So, ich schaue jetzt, dass ich hier den hier mal befreien kann. So, du hast noch Bärchen drinnen. Du kriegst eigentlich auch mal hier ein paar. Ich habe die restlichen eigentlich in Trike reingeschmissen, die ich gehabt habe. Ach, ich habe ja da oben auch noch Bärchen. Ich habe so viel Bärchen. Moment, deinen Sattel will ich gern haben. Und du sollst hier jetzt mal den Sattel bekommen. Moment, du bist Speed 167 und du bist schneller. Gesundheit 320. Hast doppelte Gesundheit. Ach. Eigentlich würde ich dich hier gerne mehr aufleveln. Du bekommst das, das und das. Und wenn ich jetzt auf dich steige, dann bleibe ich im Baum stecken. Ja. Kann ich hier irgendwie rauskommen? Was? Seit wann kannst du Holz farmen? Das heißt, ich kann mich durch dich befreien. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ja, ich bin frei. Dann bist du da noch Bärchen? Ja, seit wann sammelst du Bärchen? Mann, hätte ich das gewusst, hätte ich mir einige sparen können. Ich habe mir jetzt auch wieder ein neues Mortal und Pester, also Mörser und Stüssel gemacht. Können wir ja mal zu unserem Trike hinschauen, wie es Team geht. Ob der noch so ziemlich funktioniert momentan. Was ist denn dann? Ah, geil. Rechtsklick, Dings hast du nicht. Warst du kümmert sonst dieser Speedy, oder? Da bist du jetzt ein neuer Dino, den ich nicht kenne. Du brauchst auf jeden Fall ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Schreib mir mal bitte in die Kommentare, ob der das schon immer gekonnt hat. Bärchen sammeln und Holz fällen und sowas. Oder ob der das jetzt durch ein Update kann oder durch einen Mod, die ich habe. So, dann gebe ich ihn mal runter und schaue ich mal bei dir vorbei. Okay, das dauert noch. Das dauert noch ewig. Och Mann, das dauert so ewig. Moment, wie viel hast denn du jetzt an Bärchen gesammelt?
Einiges. Schmeiß ich die hier noch bei dir an. So. Das ist so wenig, was du hast. Moment, dann bekommst du die normalen und die Mayo-Bären bekommt zum Zähmen der kleine Trike hier. Ist das in Ordnung? So. Und hier noch Remote Use. Und dich muss ich auf passiv stellen, ansonsten bist du tot. Du bist schon auf passiv? Nee, Attack and Target. Das bringt mir eigentlich nichts. Du musst passiv. Gut. Danke. Oh, hätte ich... Da vorne... Moment. Ich habe ja verdorbenes Fleisch ohne Ende. Und du bist dann passiv. Inpassiv. Wenn ich es schaffe, mir den kleinen Skorpion zu zähmen, habe ich echt was Gutes gemacht. Bist du hin? Nein! Okay. Hätte ich jetzt gedacht. So, du brauchst ja das Fleisch. Oh, wo ist mein ganzes Vergammeltes hin? Habe ich das in irgendeine Kiste geschmissen? Na, ich muss mir eh mal neues Zeug holen. Wir gehen mal kurz an. Würde mich jetzt echt freuen, wenn du wesentlich schneller wärst. Wenigstens kann ich mit der Sachen farmen. Weiß nicht, sonst war es immer so unnütz. Also wenn das wie überhaupt derselbe Dino ist. Oder ob das jetzt, oder hier irgendwie eine größere Version ist, oder weil du hier mehr Attack Damage hast. Moment, falsch. Hier. Melee Damage, ob du deswegen das kannst. Ich weiß es nicht. Level up. Das heißt, ich kann hier mal... Okay, gut. Ich kann hier mal Movement Speed hochsetzen. Ja, schon ein bisschen schneller. Ja, das ist schon ein bisschen besser. Der Eisdodo kommt auf uns zu. Den wollte ich mir auch mal ansehen. Ich wollte nicht durch den sterben, aber der schaut eigentlich ziemlich passiv aus. Also bisher greift den noch nichts an oder es greift selber nichts an. Was bist denn du? Bitte nicht hauen. Hier, ich bin freundlich. Ich stecke meine Waffen weg. Kann ich mir... Du schaust aber geil aus. Nee, ich kann dich einfach anschauen, ohne dass irgendwas passiert. Ich glaube aber, du wärst viel zu stark, um dich irgendwie versucht zu zähmen. Ich hab keine Bärchen mehr weiter, sonst hätte ich mal versucht, wobei passiv... Es taucht hier nichts auf, dass ich ihn passiv zähmen könnte. Versuch's jetzt einfach mal hiermit. Ich bin hin. Ja, ich bin hin. Da geht doch. Ich bin hin. Ah, es war so klar, aber ich konnte wenigstens noch den einen Schlag da drauf setzen. Und hoffentlich hilft das Topor, was ich auf meiner Waffe gehabt habe, dass der kleine Racker da vorne umkippt. Das war eigentlich mein ganzes Ziel. Ob's klappt oder nicht, weiß ich nicht. Wer hat sich denn da jetzt hingestellt? Was machst du da? Du bist auf passiv, weißt du das? Und du bist auch nicht bei mir followen hier oder sowas. Wo ist meine Leiche? Wo ist meine Leiche? Aber wirklich, wo ist meine Leiche? Ach. Hast du meine Leiche gegessen? Take all. Und die Rüstung wieder anziehen. So, dann kommst du hier jetzt wieder mit. Mann, du bist so langsam. Ich habe immer gehofft, du wärst so ein richtig schneller Dino, aber du bist sowas von langsam. Oh, ich würde aber doch gern diesen Eisvogel haben. Ich meine, wenn man den dann hat in seiner Basis und den auf Beschützen stellt, dann hat man eigentlich schon nichts mehr zu befürchten. Wenn es den hier überhaupt so gibt. Wenn man dich zähmen kann. Rein ins Gesicht und weg und weg und weg und weg und weg und weg und weg. Hinterm Stein, hinterm Stein, hinterm Stein. Hinterm Stein, hinterm Stein, hinterm Stein. Hoffentlich bist du nicht so schnell. Ja, bist nicht so schnell. Bist nicht so schnell. Welche Richtung aus kommst du? Hast mich schon wieder vergessen? Sag bloß, das Turbo funktioniert nicht bei dir.
Ah, das wäre so schön, wenn ich dich zähmen könnte. Zwei Hits. Ich habe zwei Hits draufsetzen können. Ich kann hier nicht random. Ach, Mann. Muss hier random spawnen. Mal schauen, wie weit ich weg bin von daheim. Ich bin jetzt hier. Du liegst ja immer noch nicht auf dem Boden. Was soll denn der Mist? Ich meine, ich bin froh, dass du nicht aggressiv bist. Sonst hätte ich ein ziemlich großes Problem, aber wieso liegst du nicht auf dem Boden und hast Topor? Hm? Erklär mir das mal. Jetzt wieder das, dann muss ich jetzt wieder hier hingehen und da nach rechts. Keine Ahnung wieso und wieso ich da nichts sehe, wenn ich einmal draufklick. Solange ich irgendwie das Zeug wieder so machen kann, dass es funktioniert, passt eigentlich. So. Ich brauchte... Oh, ja, eng. Ich brauchte mein vergammeltes Fleisch. Ja, mein Kleiner hier ist auf neutral, aber der hier wird einen killen, wenn er... Wenn ich irgendwas in der Nähe von meinem Kleinen hier mache, dem hier... Moment, ich muss mir hier mal deine Sachen rausklauen. Genau. Dann ist er ziemlich weg. So, ist bei dir noch was drin? Narkosemittelchen. Ich brauche vergammeltes Fleisch zum Zähmen. Drei. Okay, das hilft mir auf jeden Fall ein bisschen. Oh Mann, wie viel ich davon habe. Moment. Einfach mal rausschmeißen hier. Drop Item. Kann ich das hier eigentlich auch rausschmeißen? Nein, mein eigenes kann ich nicht rausschmeißen. Schade. Wie oft ich hier gefreckt bin. Alles nur, weil ich Sachen ausprobieren wollte. So. Dann haben wir euch. Und damit können wir hier mal wieder zu unseren kleinen Freunden schauen, da vorne, die gezähmt werden. Ja. Ja, Ark the Taming Simulator. Was anderes ist es eigentlich nicht mehr. Also war es eigentlich noch nie. Ab einem gewissen Zeitpunkt hier läuft man eigentlich nur rum und zähmt Sachen. Oh. Es ging ja richtig flott bei dir. Dann brauche ich nur einen bei dir. Machen wir hier Remote Use. Mehr brauchst du eigentlich gar nicht. Welches Level bist du eigentlich? Wahrscheinlich deswegen. Ne, Level 19 geht eigentlich. Ja, dann können wir die restlichen beiden hier in unseren Trike reinhauen. Level 51. Topor geht wieder runter. Was, zu viel verfluchtes Topor. Ja, okay, du bist ja auch ein hohes Level, aber... So, machen wir die hier noch rein. Und können wir noch irgendwas mit dir machen? Nee. Da ist das Ding hier ja fast schon fertig. Also wirklich? Bei dem geht auch die der Hunger wesentlich schneller runter als beim kleinen Dilo, Track. Da. Ist denn hier irgendwas Spannendes? Irgendwas Besonderes? Ja, es ist schön, dass du hier stehst. Der Eisdilo macht nichts momentan. Oder was heißt Eisdilo? Eisdodo. Und bissen? Ja. Und es. Ja. Das reicht auf jeden Fall den Topor, den du hast. Da mache ich mir allerdings Sorgen. Das heißt, ich muss noch schauen, dass Sachen hier vergammeln. Wie schaffe ich es, dass das hier möglichst freundlich vergammelt? So, wenn ich hier alles mal auseinanderziehe. Immer mit der Ruhe. Und es regnet. Dach kann ich, glaube ich, hier keins machen. Jetzt habe ich 150 Millionen... gekochtes Fleisch oder halt gebratenes Fleisch und kann damit eigentlich nichts anfangen. Schön. Du hast einen Mate-Bonus? Von wem? Von meinen? Moment, ihr müsst ihr doch eigentlich auch einen Mate-Boost haben. Male Parasaurus? Moment, du bist was anderes.
Pagasaugus und Pagasaurolophus bist du. Ah, du hast sie auch... Nee, ihr schaut eigentlich genau gleich aus, aber ist das wahrscheinlich der Grund dann dafür, dass du hier Sachen machen kannst? Du mir hier Bärchen abernten kannst und sowas. Dann kannst du hier eigentlich auch gegen die kämpfen? Ja. Kritischer Treffer, du bleibst im Baum stecken. Stein. Los! Weg doch! Ach Mann! Hau doch ab! Das Ding ist so langsam. Würdest du jetzt bitte hier die Büsche ernten? Oh, ist mein kleiner Skorpion fertig? Ja, Level 25 mit dem Bonus-Level. Oh, ist das schön. Ich bekomme momentan kein vergammeltes Fleisch mehr zusammen. Movement Speed. Das heißt, ich muss hier mal direkt die Narkosebärchen da reinschmeißen. Tut mir leid. Du brauchst Zopor. Das brauchst du viel. Und ich kann momentan nichts anderes herstellen. Muss ich dich hier eben mit Narkosebärchen füttern, bis du blau wirst oder schwarz oder je nachdem, such dir irgendeine Farbe aus. Und wir haben hier unseren kleinen... Oh, schön. Du bist auch auf neutral, ja. Du sollst auch auf neutral, denn du solltest eigentlich ziemlich Schaden machen. T. Genau. Dann führe ich dich hier mal nach Hause. So, und... Ja, da. Richtige Richtung. Ab nach Hause. Dann... Oh, das ist aber geil, dass man für... Also ich weiß nicht, ich schätze mal, das ist durch irgendeinen Mod hier eingeführt, dass es jetzt die Dinger hier gibt. Das finde ich eigentlich richtig geil. Da hat man jetzt am Anfang einen Dino, mit dem man schon einiges machen kann. Muss nicht erst warten auf irgend so einen Trike oder sowas, den man dann erst zähmen muss und für den man dann Level hoch genug sein muss, um den Sattel zu bauen. Wieso folgst du mir nicht? Sag mir nicht, du steckst im Baum fest. Sag mir nicht, du steckst im Baum fest. Muss ich meinen Dino rufen? Ich glaube nämlich, dass ich... wenn ich den Dino... mit dem Dino versuche, den Baum zu fressen, nicht meinen eigenen Dino treffen kann. Das ist ja auch so ein komisches Ding hier, Friendly Fire. Moment, ich müsste ja schauen, wenn du hier... Ne, du bekommst keinen Schaden. Der Baum ist weg. Jetzt müsstest du mir eigentlich auch folgen können. Wer hat sich denn diesen blöden Baumspawn einfallen lassen? Das ist doch so der größte Mist, den ich jemals gesehen habe. Hallo! Du musst jetzt so in mich reinrennen, dass ich in dir stecken bleibe. Manchmal nervt's wirklich. Wirklich. So. Muss dich hier ja nicht in die Nähe hinstellen, denn Meatboost gibt's ja irgendwie eh keinen. Ihr seid ja irgendwie wieder was ganz anderes. Bärchen hast du genug. Du hast auch Bärchen genug. Mehr als genug. Ich will aber heute noch machen, bis ich dich hier gezähmt habe. Das heißt, ich muss hier noch schauen... Es ist noch nichts vergammelt. Naja, in einer Minute sollte ich eigentlich ziemlich viel haben. Das heißt, ich nehme hier mal die Hälfte mit und bereite mich schon mal vor, auf Narkosemittelchen zu züchten, zu holen. Was brauchte ich denn für den Parasaurus? Pteranodon, das war doch auch ziemlich viel an Level, oder? Doch, richtig. So, habe ich dich. Halbe Minute, also eine Minute. Okay, dann müsste ich also wieder gut Fleisch haben. Die hier brauche ich auch irgendwann. In der Zwischenzeit können wir ja mal schauen, was wir als nächstes holen müssen. Nein. Na, Bogen brauchen wir auf jeden Fall. Den Schrank hätte ich gern. Dann müsste der Trike-Sattel demnächst kommen. Level 20 dann die Rüstung. Die wird wichtig. Moment, die kann ich doch, glaube ich, auch schon Level 15. Ja, Level 15 kann ich schon die Hose und das Hemd craften.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, danke. Und alle. Ja, schön. So will ich das haben. So, craft all. Jetzt sind wir wieder in der Position, wo wir wieder mehr eine große Bärchen brauchen. Das gibt's doch nicht. Los, gib, gib. Und gib. Davon nehmen wir noch die Hälfte und schmeißen sie in unseren kleinen Skorpion rein. Du hast nämlich auch Hunger. Und gehen dann hier wieder zu unserem kleinen Trike und müssten jetzt bald fertig sein mit dem Zähmen. Wie gesagt, ich warte heute noch so lange, bis der hier gezähmt ist. Kann nicht mehr so ewig dauern. Remote Use. Schauen wir mal, dass wir deinen Topo hier wieder komplett hochboosten. Wenn wir es irgendwie schaffen könnte, dass du hier wieder mehr Hunger bekommst. Das wäre geil. Wie du einfach nur so wenig in Topor steigst mit einem von den Narkosemitteln. Es ist so traurig. Was will man machen? Sollte ich noch mehr Bärchen farmen? Oh Mann, ich hätte dich so gerne in meinem Team. Wieso willst du nicht? Kann ich dich hier irgendwie übergehen? Willst du nicht bei mir mitarbeiten? Nicht mitspielen? Och Mann. Ich will den hier irgendwie haben. Nur irgendwie ist er jedes Mal gemein zu mir. Und killt mich. Es ist so... Och Mann. So. Hier würde ich auch gerne mal aufleveln. Und ich werde nicht den Fehler machen und mit dir hier auf ihn draufschlagen. Dann wäre ich ziemlich schnell weg. Moment. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht so genau probiert. Wenn ich mir hier Bärchen schnapp, das sind noch die Bärchen, die ich brauche, kann ich den dann passiv zähmen? Also ich habe nichts gefunden oder gesehen mit put item to tame in your last position oder irgend sowas. Deswegen habe ich es auch nicht probiert. Das wäre schön, wenn es funktionieren würde. Kann ich mir dich hier auch wieder rausklauen? Da hinten bist du. Hallo? Kann ich dich hier irgendwie zähmen? Hier, ich habe Bärchen. Ich hab Bärchen, schau mich doch nicht so an. Ich hab Bärchen. Oh, ich hab doch Bärchen. Das ist gemein. So, du hier rein. Und dann kann ich die hier herstellen und ich schmeiße hier auch mal meine ganzen überzähligen Ausrüstungsgegenstände hier weg. Ist so blöd, jedes Mal, wenn ich spawne ich mit einer Axt und einer Spitzhacke. Und wie gesagt, ich bin öfters gestorben. So, habe ich alles? 3, 4. Oh, Level Up. Bin jetzt Level 14. Ach Mann. Wäre aber gerne Level 15. Movement Speed. Jetzt bin ich Level 15. Okay, das ging schnell. Hide-Shirt, Hide-Dings, Bogen, Arrow, Storage Box. Noch irgendwas, was ich gleich sofort holen muss? Nee, eigentlich nicht. Wasserreservoir, Steinwand, dann müsste doch auch irgendwo bald Feeding Throth ist geil, der Stein Dingsbums sein. Steinboden? Hallo? Steinboden? Bist du irgendwo? Nee. So, schauen wir mal, was können wir denn... Dich können wir herstellen. Dafür brauchen wir Holz. Ist in Ordnung. Und Holz ist in Ordnung. Ja. Ist alles machbar. Wird alles gemacht. Hm. So, du jetzt hier hin. Und du hier hin. So, und schon halte ich ein paar Schläge mehr aus. Vielleicht schaffe ich es ja später irgendwann mal, dieses eine Viech zu zähmen. Wäre eigentlich ganz geil. So, jetzt bin ich bei dir hier. Der Trike müsste bald fertig sein. Ja, und alles, was wir hier jetzt machen können, ist Holz farmen. Moment, ich farm Holz, es ist schneller. Du kannst hier aber mal schauen, dass du mein Holz hier drinnen behältst. Ich brauche noch mehr Thatch. Du
Du hast Thatch ohne Ende. Okay. Metall brauche ich auch mehr. Ich muss also schauen, dass ich hier Metall bekomme. Los, gib mir Metall. Ich habe aber... Bist du hier wirklich weg? Was ist mit dem Stein passiert? Eigentlich habe ich nicht gedacht, dass das jetzt so funktioniert. Loch, ja, Metall. Loch, wesentlich mehr Metall. Ich glaube, der Feeding Throt, oder wie das heißt, sollte ich erst holen, wenn ich Metallwerkzeug habe. Und damit kann ich mir selber Metall wieder erholen. Oder ein Ankylo, der holt mir auch sehr viel Metall. Und dann muss ich erst schauen, dass ich dafür ein... Nee, da brauche ich, glaube ich, Metall allein schon für das Dings. Ja, ich ruh mich aus. Wie heißt's schon für den Sattel? Schauen wir mal. Ich habe mir schon lange nicht mehr den Skillbaum angeschaut vom Anfang an. Wo ist denn das Metallzeug? Level 25. Okay. Und Level 20, das hier müsste eigentlich die Schmiede sein. Also geht's. Es geht. Ist noch im Bereich des Machbaren. Irgendwann können wir hier dann auch... Wo ist es denn? Moment, nicht Show All. Saddles. Ist es bei Misk? Nee. Structures. Cooking. Nee. Hä? Wo zur Hölle bist du? Ich hab dich doch geskillt, oder? Oder besser gesagt, ich musste dich ja eigentlich gar nicht skillen. Hier. X-Wing Fighter kann ich irgendwann bauen. Nee. Kibble Vending Machine. Kibble Vending Machine Plus. So. Das ist das, was ich wollte. Kann ich mir hier eigentlich diesen Speer hier auch holen? Das sind alles Dinge, die ich noch brauche. Tickler. Ne, Kibble Vending Machine. Ach, die sind in der Furniture. Hä? Wo seid denn ihr drinnen? Ich gehe gleich auf Show All. Ich brauche hier Metal Ingots und Kristalle. Coin System. More balanced priced kibbles. Okay. Also muss ich mir dann hier irgendwie Münzen ran schaffen. Schaut's denn jetzt bei dir aus? Ja. Bist doch schon fertig. Also so halbwegs. Mach doch einfach mal. Wie viel ich von denen hab. Das ist so. Das ist einfach nur so geil. Wenn man denkt sich, oh, ich muss Bärchen sammeln ohne Ende. Und dann, ja, hier hast du mal so ein paar hundert davon. Ich wollte eigentlich da aufsteigen und nicht den Stein holen. Wie schaut's denn jetzt bei dir aus? Ja. Soll ich sagen, du solltest eigentlich nicht verhungern in den nächsten paar hundert Jahren. So, absteigen. Wie schaut's bei dir dagegen aus? Das schaut schon schlecht aus. Moment. Frag mich nicht wieso, aber du hast hier gutes Zeug drin. Dann nehme ich den hier und den hier. Zeig ich dich mal so drauf. Ja, dich nicht. Okay. Du hast ja noch genug. Oh, ich kann dich hier sogar aufleveln. Melee Damage. Du sollst mir irgendwann mal Sachen mit Zähmen helfen. Los! 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 Wie viel Fleisch ich einfach hab. Wie viel Dinos ich schon hab. Eigentlich wäre es ja noch einer mehr. Wenn er jetzt endlich mal fertig wäre. Du. Schaffst du es irgendwann in den nächsten 5 Minuten hier hochzusteigen? Komplett gezähmt. Wäre ziemlich geil. Moment, bist du fertig? Bist du fertig? Ja, die 1-2 Sekunden, wo ich hier weg war. Und du bist fertig. Du Triceratops. Level 73. Oh, geil. So, zu essen hast du auch genug. Dann würde ich sagen, du kommst mit mir. Und ist noch einer. Welches Level bist du und bist du Female oder Male? Moment.
Du bist male? Du bist female. Ich triff dich ja. Wenn ich mir dich hier schnapp, brauche ich irgendein spezielles Level? Level 20. Ich hau dich jetzt einfach hier mal ein paar Mal. Dann würde ich von dir hier einen Mate Boost bekommen, irgendwann, wenn du hier fertig bist. Das ist auch schön. Aber dich werde ich heute nicht komplett zähmen. Ich schmeiß jetzt einfach Sachen in dich rein. Und warte einfach mal ab. Moment, du hast meine ganzen Bärchen. Ja, die hier kriegst du. Moment, hier hin. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen beim wunderschönen Taming Simulator. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.